Michael, als du hier eingeführt wurdest, vorhin auf der Bühne, hieß es, an diesem Mann gibt es keinen Weg vorbei. Freut dich das? Es ist ein schönes Gefühl, wenn das so gesagt wird. Und es ist natürlich auch eine gewisse Übertreibung. Das, was richtig ist, ist, dass, und ich sage das mal ganz allgemein, diese alternativen Medien, wie das, was der Ivo macht, aber was auch Jürgen Elsässer macht, was viele andere machen, Andreas Popp und sowas machen, dass das Informationsangebote sind, die in so starker Form wachsen. Das ist ja nicht nur bei mir, es ist nicht beim Ivo, es ist bei den anderen ganz genauso. Während auf der anderen Seite wir gerade gestern die Informationen bekommen haben, dass der Chefredakteur von der Bild-Zeitung dieses Blatt von 4,5 Millionen Auflage auf 1,5 Millionen runtergewirtschaftet hat und diese Zeitung erfreulicherweise 100 Millionen Miese in diesem Jahr einfährt. Also dem Mainstream der Lügenpresse laufen einfach die Menschen davon. Das ist eine Abstimmung mit den Füßen, mit dem Geldbeutel und das ist schön. Das ZDF hat ja in dieser Frontal 21-Sendung gesagt, immer mehr Menschen glauben denjenigen, die behaupten, sie sprechen die Wahrheit aus, während Politik und Medien sie verschweigen. Das war ja eher eine zynische Einschätzung, aber jetzt hört sich das ganz anders an. Also ob das zynisch war oder bitter, weiß ich nicht, wie die ZDF-Leute das da gemeint haben, aber richtig ist, dass es inzwischen so viele konkrete, ich halte einen ganzen Vortrag drüber, so viele konkrete Beispiele wirklich krassen Lügens gibt, wo also ein Bombenanschlag in ARD und ZDF in einem Abstand von einer Viertelstunde gezeigt wird und dieselben Bilder sagen einmal, das seien die Taliban in Kabul, eine Viertelstunde später, es seien syrische Leute in Homs gewesen, also dieselben Bilder. Hier wird entweder ganz grottenschlecht recherchiert oder eben ganz bewusst gelogen, im großen Stil. Wir haben es bei MH17 und bei vielen, vielen anderen Beispielen erlebt. Und die Leute können, das ist das Gute an der jetzigen Zeit, ihrem Unmut Ausdruck verleihen. In den Zeiten vor dem Internet warst du da hilflos, hast du geglaubt, dass Frankfurter Rundschau, FAZ, Spiegel, Stern und damals noch Quick, dass das Alternativen seien, dass es dieselbe gleichgeschaltete Lügenpresse ist, war ja auch vor 30 Jahren schon so, nur es gab das Internet nicht und man kam dem nicht auf die Spur. Heute ist das offenkundig und die Menschen merken das und es merken natürlich auch die großen Medien, was Einschaltquoten betrifft, auch das geht wundervoll in den Keller. Das hört sich so an, als sei da auch ein Ruck in der Bevölkerung entstanden. Wenn du dir anschaust, die Chats und die Foren, auch im Mainstream, also wenn bei N24, NTV, Bild-Zeitung, Spiegel oder wie auch immer drauf gehst, wenn wieder irgend so eine seltsame Berichterstattung, entweder so eine Putin-Hetze, Russland-Hetze oder was auch immer, oder Kriegsvorbereitung stattgefunden hat und die Menschen können dazu ihre Kommentare schreiben. Hast du eine gewaltige Ablehnung dessen, was dort steht und es sind Tausende, die sich melden. Also ja, es ist so, die Menschen wachen auf, immer stärker und die Menschen akzeptieren immer weniger, was ihnen von der Lügenpresse vorgesetzt wird. Inzwischen verzeichnen deine Webseiten 100 Millionen Hits im Monat. Worauf ist das zurückzuführen? Es ist darauf zurückzuführen, dass die Menschen verstehen, dass dort wenigstens alternative Informationen, ich will gar nicht Wahrheit sagen, angeboten wird, während der Mainstream systematisch gleichgeschaltet lügt. Und kannst du eine Veränderung feststellen innerhalb der letzten 1, 2, 3 Jahre? Im Prinzip hat das ganze System mit dem 11. September den ersten entscheidenden Knacks bekommen. Da ist das Ganze für die Menschen offenkundig geworden, dass Mist erzählt wird, dass gelogen wird, dass Dinge so nicht stimmen, wie sie erzählt werden und man ist misstrauisch geworden. Im vergangenen Jahr hat die MH17-Affäre nochmal einen weiteren Impuls und Schub. Da sind bei uns auch die Zahlen explodiert, als wir dann Informationen, Bilder und Einschusslöcher in den Tragflächen sowas alles veröffentlicht haben, gesagt, das ist alles Quatsch. Das war alles von oben, nicht von unten. Das hat bei uns nochmal richtig einen Anschub gegeben. Also mit jeder solcher Lüge wächst es bei uns und geht es bei den anderen nach unten. Aber insgesamt sind die Menschen doch eher verunsichert und haben Angst. Wie kannst du ihnen Mut machen?
Ich sehe nicht, dass die Angst haben. Ich sehe, dass sie verunsichert sind, ja, aber ich sehe auch, dass sie wütend sind. Ich sehe auch, dass die Bereitschaft zu sagen, wir machen bei diesem ganzen System nicht mehr mit, immer stärker wächst in allen Bereichen. Das ist auch das Gesundheitssystem, das ist auch bei dem Thema Ernährung. Auch da ändern sich die Menschen stark. Natürlich haben sie ein Gefühl der Ohnmacht, das ist klar, aber wir sind die 99%. Das ist das Entscheidende und deswegen habe ich keinen Grund zu Pessimismus.